Hallihallo, hier ist die Christine von der Kunstwerkstatt Risen and Arts. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem nächsten Shopping Haul. Heute ein Secondhand Shopping Haul. Genau, ich habe aus Holland ein paar Sachen mitgebracht und ich gehe ja hier schon mal in unsere Möbelhalle nach Halfa. Das ist auch so ein Secondhand Laden, die haben da alles. Ja, die machen so Hausentrümpelungen und man kann aber auch seine gebrauchten Sachen selber dorthin bringen. Und ja, da gibt es im Grunde genommen alles. Das ist auf jeden Fall mal total cool. Da kriegt man so viele tolle Sachen und in Holland sowieso. Da gibt es ja an jeder Ecke diese Kringloop-Läden, was ja der niederländische Begriff für Secondhand-Laden ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall mit ziemlich vielen Sachen fündig geworden und die wollte ich euch gerne zeigen. Also einmal habe ich hier solche ganz schönen Papierperlen. Da sind irgendwie auch noch so ein paar goldene Perlchen dazwischen. Also die sehen richtig, richtig toll aus. Die sind auch irgendwie lackiert, sodass die dann so eine Stabilität auch haben. Und ja, das Säckchen ging natürlich mit. Und das war in einem Secondhand-Laden, wo die wirklich so eine ganze Wand mit Bastelmaterialien haben. Und ich bin da bald irre geworden, weil ich kann natürlich vermeintlich immer erstmal alles gebrauchen. Genau, dann gab es hier so ein Set mit Merry Xmas. Ich habe es aber mitgenommen als Tags im Grunde genommen, ne? Also diese Fähnchen hier und diese, ja, ich will es jetzt nicht auspacken. Genau, das sind die Fähnchen und dann gibt es hier noch solche Teile, die im Grunde genommen hier so an den Bändel oben gemacht werden und ja. Die finde ich irgendwie ganz schön, um die an so eine Buchseite dran zu machen, beziehungsweise ja, an eine Seite im Buch, also im Junk Journal oder im Art Journal. So zum Blättern finde ich das irgendwie ganz nett. Und sie ist auch ein schöner Hingucker. Da fallen mir sicherlich auch noch andere Sachen ein, die ich damit machen kann. Und hat 1 Euro gekostet. Dann habe ich mir hier diese Karten gekauft, wilde Blumen für 2 Euro. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz hübsch. So für so ein Natur-Junk-Journal oder ja, einfach auch so, ne? Also ich habe mal neulich zum Beispiel mal diese Wasserfallkarten gemacht und da eignet die sich total gut auch dafür. Und hinten steht halt immer was drauf. Also zur Pflanze und ansonsten ist das eben halt auch alles das gleiche Format. Da kann man also auch diese Wasserfallkarten auf jeden Fall rausmachen, aber auch alles mögliche andere. Also solche Sachen sind einfach immer wieder toll. Dann habe ich so ein paar, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Glanzbilder, ne? Glanzbilder irgendwie bekommen. So was kann ich auch überhaupt nicht liegen lassen. Da bin ich sofort in meine Kindheit zurückgeschleudert, wo wir die ja irgendwie gesammelt haben. Und oh, ich liebe sie. Ich finde die so toll. Es gibt zwar heute irgendwie so viele Alternativen zu diesen Glanzbildern, aber ich mag die immer noch sehr und freue mich immer, wenn ich irgendwo mal welche ergattern kann. Das sind auch noch welche, so total süße Engel. Und ja, habe ich auch immer in meinen Junk Journal irgendwo mit drin, diese Glanzbilder. Also, wenn ich welche habe, ne, habe ich ja auch nicht immer. Und klebe ich auch schon mal ganz gerne so auf Briefe, wenn ich Briefe schreibe und verschicke, dann klebe ich das auch schon mal ganz gerne irgendwie mit drauf. Ja, und diese super süßen Engel, die sind natürlich auch mitgegangen. Dann, das fand ich irgendwie ganz lustig, hier eine Verwandlungsvase. Habe ich noch nie gesehen, noch nie vorher gehört. Das ist irgendwie so eine Folie.
Und ich weiß nicht mehr genau, mit warmem Wasser füllen. Dann kann man den irgendwie wohl modellieren, mit kaltem Wasser abkühlen und dann füllen und dann eben halt die Blumen reinstellen. Und ja, hier sind so ein paar Beispiele irgendwie, wie man die formen kann. Ich bin gespannt. Werde ich auf jeden Fall machen. Steht jetzt irgendwie kein Preis drauf, aber wird wahrscheinlich auch wieder nur 1 Euro oder so gewesen sein. Das hat mich auch total an meine Kindheit erinnert hier. Ich hatte nämlich als Kind so ein Portemonnaie. Kostete auch 1 Euro, ist echt Leder. Fand ich irgendwie ganz süß. Und ja, kann ich irgendwie vielleicht mal in irgendein Journal reinmachen, wo das irgendwie ganz okay ist, ne? Weil es ist natürlich relativ dick. Aber man kann dieses ja auch aus Papier falten. Habe ich auch schon mal gemacht und ich glaube, das war eigentlich meine Idee dahinter, dass ich das einfach nochmal als Beispiel habe und das dann nochmal nachbasteln wollte. Ja, dann diese Geschichten hier, die finde ich auch immer total schön. Die nehme ich auch immer mit, wenn ich die irgendwo sehe. Das sind halt solche Ansichtskarten, ne? Und hier in dem Fall eben halt wirklich so super, super alt und sieht total vintage aus. Und ich weiß gar nicht, was es ist hier. Souvenir. Nachdruck verboten. Ja, hat wohl mal oder hat jetzt dann 1,50 € gekostet. Genau, hat jetzt 1,50 € gekostet. Dann habe ich hier solche Karten mitgenommen. Oh, die fand ich auch irgendwie ganz süß. Die kann man noch ein bisschen nachkolorieren. Ich mal eben rausholen. Briefumschläge sind ganz süß. Die dabei sind, glaube ich, alles die gleichen. Ja. Und die Karten weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das sind nämlich alles unterschiedliche. Und ja, die finde ich auch irgendwie ganz süß. Wie gesagt, die kann man irgendwie noch mit Aquarellfarben so ein bisschen selber ausgestalten. Ist zwar jetzt kein Aquarellpapier, aber das wird auf jeden Fall trotzdem funktionieren. Dann die kleinen Engelchen hier habe ich mir mitgenommen. Wenn auch die Weihnachtszeit ja jetzt vorbei ist, lange schon wieder. Ja, wird ja nächstes Jahr auf jeden Fall wieder Weihnachten. Und ach, ich finde solche Sachen einfach toll. Das ist so eine Girlande, ne? Aber man kann die natürlich auch auseinanderschneiden und die als einzelne Engel dann verwenden. Fand ich auf jeden Fall auch ganz hübsch und haben auch nur 50 Cent gekostet. Dafür lasse ich es nicht liegen. Das kostet ja immer alles nur so wenig, ne? Das ist halt immer das Problem, dass ich dann irgendwie eigentlich an nichts vorbeigehen kann. So, kriege ich die jetzt heute noch wieder hier rein. Das wäre wirklich toll. Ja, dann diesen Hampelmann. Das fand ich auch irgendwie total süß. Für 1 Euro. Ich weiß nicht, da ist noch irgendwie. Ach, das sind die Klämmerchen und so. Die sind hier auch noch alle drin. Also diese Musterbeutelklammern. Und ja, den habe ich auf jeden Fall alleine mitgenommen, weil das eben halt auch so vintage aussieht. Dann hatten die so ganz, ganz, ganz stabile Plastikfolien. Und ja, sowas kann man irgendwie immer gebrauchen. Für was auch immer, weil es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Irgendwas werde ich mir bei gedacht haben, aber die hätte ich so oder so mitgenommen, selbst wenn ich mir nichts dabei gedacht hätte. Also habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Dann dieses Malbuch hier.
Das habe ich im Grunde genommen mitgenommen wegen der Frida Kahlo hier vorne drauf. Und da waren irgendwie ein paar ganz süße Bilder drin. Ich mag solche Sachen. Und das habe ich mir eher mitgenommen zur Inspiration, um vielleicht auch mal was nachzuzeichnen. Hier die Gesichter fand ich irgendwie total cool. Und genau, hier kommen die auch nochmal. Aber ich finde auch solche Sachen irgendwie recht schön. Ja, das finde ich auch ganz süß. Das ist jetzt hier, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Damit auch nicht, damit auch nicht. Das finde ich wieder total cool. Das finde ich auch ganz herzlich. Also auf jeden Fall ein paar nette Sachen da drin. Und ja, also so einfache Figuren, ich mag das irgendwie. Dafür habe ich es mir auf jeden Fall mitgenommen, so ein bisschen für als Inspiration. Und ja, solche Sachen habe ich auch ganz gerne in einer Malschule. Kann ich ja kopieren oder so, ne? Wenn die schon mal mit irgendwas schon fertig sind und es lohnt sich nicht, noch eine neue Aufgabe anzufangen, dann malen die auch schon mal ganz gerne was aus. Ja, dann 100-Euro-Scheine. Die fand ich auch irgendwie ganz süß. Sind einfach, ja. This is a fake, steht da drauf. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Klebezettelchen sind oder... Kann ich ja mal eben reinleuern. Ich habe ja schon ein paar solcher Sachen. Vor allen Dingen Klebeband. Gibt es ja beim Teddy irgendwie dieses Geldklebeband. Ja, und das sind tatsächlich alles einzelne Papiere. Und auf der Rückseite ist halt für Memos. Ne? Das finde ich mega. Finde ich richtig, richtig cool. Das kann ich sicherlich auch für mein neues Projekt gebrauchen. Wenn ich das Video veröffentliche, dann ist das Projekt vielleicht auch schon am Start. Das weiß ich noch nicht, aber ihr werdet es dann wissen. Ja, dann habe ich mir ein paar Karten mitgenommen. Das sind auch so handgemachte Karten. Die fand ich irgendwie ganz schön. Ja, die haben es ja viel, die Niederländer, mit diesem ganzen 3D-Gedöns. Habe ich ja auch schon einigermaßen viel mir immer mal irgendwie mitgebracht, wenn ich sowas gesehen habe. Ja, dann habe ich mir ein paar alte Postkarten mitgenommen. Die fand ich auch irgendwie ganz schön. Mit so holländischen Gebäuden hier, mit so einer alten Mühle. Das sind alles Mühlen. Dann eine Kirche, total schön. Die fand ich auch irgendwie ganz toll gezeichnet. Ja, kosten da immer so 10 Cent irgendwie eine Postkarte. Und ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Postkarten-Fetischist. Ich nehme sowas immer alles mit. Also richtig schöne Karten. Habe ich mich völlig drüber gefreut. Ja, und dann diese Karte habe ich auch noch mitgenommen. Die fand ich auch irgendwie ganz schön. Dann My Travels and Me. Gar nichts Besonderes. Aber ich fand mal wieder die einzelnen Seiten da drin irgendwie total süß. Trenne ich mir auf, werde ich irgendwas anderes mitmachen. Hier ist ein bisschen mit Bleistift schon reingeschrieben, aber es war, glaube ich, die einzige Seite, die schon beschriftet war. Und ja, das stört mich natürlich dann nicht. 25 Cent, also fand ich total süß. Dann habe ich hier diese Mini-Bilderrahmen mitgenommen. Die fand ich auch irgendwie total schön. 75 Cent und die sind magnetisch. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche als Magnet. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mir sowas an den Kühlschrank hängen würde, aber ich finde die süß irgendwie, um da winzig kleine Bilder oder vielleicht auch Sticker oder sowas reinzumachen. Ja,
Fand ich auf jeden Fall schön. Dann habe ich mir diese Riesenrolle Juteband hier mitgenommen. Fand ich auch total schön. Da sind irgendwie 10 Meter drauf für 3 Euro. Kann man nicht meckern. Und es ist eine super, super schöne Farbe. Dann habe ich noch dieses Stück Stoff hier mitgenommen, weil ich das so schön fand. Da dachte ich irgendwie, da kann ich mir vielleicht ein Buch mit einbinden. Es müsste dann aber genau dieses Maß haben, weil ich glaube, das würde ziemlich ausfransen, wenn man das zerschneidet. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie ein Sketchbook auch zugeschickt bekommen von der Scrawlerbox. Und das hat genau dieses Format und vielleicht binde ich mir das sogar ein und hatte halt auch hier, ne, 25 Cent gekostet. Und ja, ich finde die Farben total schön. Die gefallen mir wirklich richtig, richtig gut. Dann, das fand ich auch richtig, richtig cool. Das sind solche Figuren, die man halt in eine Leinwand mit reinsetzen kann. Zwei Musiker. Ist so MDF-Holz. Und hier noch solche drei afrikanischen Frauen, die jeweils einen Wasserkrug auf dem Kopf tragen. Und ja, da werde ich mir auf jeden Fall was Schönes mit einfallen lassen für auf Leinwand. Die kann man dann da eben halt integrieren und natürlich auch anmalen. Hier, das ist schon irgendwie scheinbar mal weiß grundiert worden oder so. Ja, fand ich auf jeden Fall auch mega. Also den Mann finde ich jetzt eigentlich gar nicht ganz so toll, aber ja, ich habe mal trotzdem mitgenommen. Irgendwas wird mir damit schon einfallen. Dann habe ich mir wieder ein total schönes Notenbuch gekauft für 3 Euro. Die gehen bei mir auch echt weg wie warme Semmeln. Super schönes Papier hier vorne. Davon hätte ich ja auch gerne viel mehr noch gehabt. Aber es ist natürlich nur in dem Buch. Und ja, ich finde die Einbände auch immer so schön. Ja. Das war dann auch meins. Dann habe ich mir von Eulili dieses Buch hier mitgenommen. 1,50 Euro. Ist ein Ringbuch. Finde ich allerdings sehr schlecht, wie das liegt. Ne? Also es geht irgendwie von alleine wieder zu. Und ja, aber das Papier fand ich irgendwie ganz schön. Ich mag auch die Marke Eulili. Also meine Kinder haben früher so viel Eulili-Klamotten gehabt. Die habe ich auch immer in Holland auf dem Flohmarkt gekauft, weil die kannst du ja auch nicht bezahlen. Aber Secondhand auf dem Flohmarkt in den Niederlanden kriegst du Eulili ohne Ende. Und ja, fand ich irgendwie ganz schön. Und ich denke mal, dass ich damit auch auf jeden Fall was anfangen kann. Ich weiß zwar jetzt im Moment noch nicht was, aber ich fand alleine diesen Einband irgendwie total toll. Und weil Eulili draufsteht, habe ich es mitgenommen. Dann habe ich so einen super Prickblock bekommen. Und ja, da ist jetzt noch eine Prickelnadel bei. Weil ich habe hier immer mal irgendwie, wo ich was durchstechen muss. Ne? Und dann finde ich immer ganz gut, wenn man das dann nicht hier die Löcher irgendwie alle in seiner Matte drin hat, sondern sowas ist dafür irgendwie total cool. Dafür habe ich mir das mitgenommen. Ich habe zwar auch schon eine hier, aber ja, ich werde dann mal eine mit in die Kunstschule rübernehmen. Da haben wir das nämlich auch ganz häufig, dass wir irgendwie eine Unterlage brauchen, wenn wir irgendwie Löcher pieksen müssen. Und genau, fand ich irgendwie ganz cool. Dann habe ich ein paar Stempelalte wieder bekommen. Von der Marke Home Deco Studio Light. Waren jetzt auch nicht billig, ne? 4,50 Euro. Ich wollte jetzt mal ausprobieren. Und das fand ich auch total cool. Diese ganzen Sachen sind hier, kann man die halt so reinrollen, ne? Das hier für eine To-Do-Liste. To-S, Done That. Ja, gibt es eben halt mehrere. Werde ich jetzt gleich auch mal eben ausprobieren. Das mache ich jetzt direkt, damit ich das nicht vergesse.
Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob diese Stempel hier überhaupt für solche Farben hier geeignet sind. Kann ich jetzt nur ausprobieren. Also für solche Inkkissen, ne? Oder ob man da besser Farbe drauf walzt. Aber es sieht so aus, als ob es funktionieren würde. Fand ich auf jeden Fall voll allerliebst hier die Gänse. Ja, ich habe jetzt nicht so richtig Kraft gerade in den Händen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Dann wird die Sonne natürlich hier auch funktionieren. Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht so viel Kraft irgendwie in den Händen, aber warum sollte das auch nicht funktionieren? Ach, voll cool. Sowas finde ich ja total cool. Ja, sind dann auf jeden Fall ganz viele Schriften. Und auch ganz viele verschiedene Schrifttypen. Was finde ich natürlich total cool. Things are looking up. Mega. My greatest idea ever. Jetzt kommen noch Sterne. Like, don't like, auch nicht schlecht. Er hört hier gar nicht auf. Da sind aber viele Sachen drin. Name. Okay. Was kommt jetzt? Adresse oder Mobile? Und dann kommen die Herzen wieder. Also völlig cool. Sowas mag ich ja. Ja. So, dann habe ich noch diese Form hier mir geholt. Und ich habe da schon versucht, irgendwie Knete reinzumachen. Das ist aber überhaupt nicht geglückt. Also Knete rein, dann habe ich es irgendwie zugemacht und trocknen lassen. Und als ich dann aufgemacht habe, war, da hat das alles hier total in dem Holz geklebt. Also wenn ihr eine Idee habt, was man hier mitmacht, dann immer her damit. Ich weiß nicht, das kann ja eigentlich nicht eine Backform sein aus Holz, oder? Also kann man ja nicht im Backofen tun. Würde mich auf jeden Fall echt mal interessieren. Also wenn ihr wisst, was man damit macht, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, dann habe ich hier von Fiskars den Shape Boss und den habe ich zweimal bekommen. Und da werde ich noch ein Video zu drehen mit meinem Enkelsohn. Der war nämlich dabei, als ich die gekauft habe. Und wir hatten dann in Holland schon mal so ein bisschen experimentiert und wollten dann noch mal irgendwie ein Video dazu machen. Genau, das hatten wir dann hier mal so ein bisschen was ausprobiert. Und das sind eben halt solche Stencil-Schablonen im weitesten Sinne, ne? Und da kann man dann eben halt mit irgendwie diesem Werkzeug hier, kann man dann embossen. Und genau, da machen wir auf jeden Fall noch ein Video zu.
Und ich hatte hier den süßen Bär schon gemacht. Den finde ich total niedlich. Da kommt auch irgendwann ein Video zu, wie ich diese Bären drucke. Jetzt nehme ich wieder raus. Oh, hier sind noch mehr Bären. Die sind leider ein bisschen verknittert jetzt. Ja, cooles Teil auf jeden Fall. Haben wir schon ein bisschen Spaß mit gehabt und ja, werden wir dann noch mal ein bisschen was zeigen. So, und dann habe ich noch ein paar Sachen geschenkt bekommen. Und zwar eine Bekannte von mir irgendwie mitbekommen, dass ich mir mal hier diese Aquarellfarben gekauft habe. Diese veganen Aquarellfarben. Und die sind ja abgefüllt in so Walnussschalen. Und das finde ich total schön. Und die Farben sind auch richtig, richtig klasse. Da gibt es auch ein Video zu, wie ich die ausprobiere. Kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und ja, hat mir dann irgendwie Walnüsse für DIY Aquarellfarben mitgebracht. Die sind nämlich richtig schön klein. Und genau, sowas finde ich natürlich auch immer toll, ne? Wenn die Leute irgendwie sowas mitbekommen und dann an mich denken. Dann habe ich, das fand ich total schön, habe ich auch geschenkt bekommen, so ein Bund mit solchen Schlüsseln. Die kann man allerdings hier auch rausnehmen. Und ja, da wird mir mit Sicherheit irgendwas Schönes mit einfallen. Und wenn ich das einfach nur, keine Ahnung, an Junk Journal an der Seite dran binde als Dingeldangel, also einfach nur ein Schlüssel, finde ich total cool. Habe ich mich völlig drüber gefreut. Sie meinte, sie hätte das sich mal für ein Karnevalskostüm gekauft. Und ja, bräuchte das jetzt aber nicht mehr. Und weil sie weiß, dass ich immer alles gebrauchen kann, hat sie mir das geschenkt. Und genau, selbige Dame hat mir auch noch dieses hier mitgebracht. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ach so, okay, das sind Colorflex. Genau, die haben so eine, die machen Messebau. Und das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Proben, die die dann zugeschickt bekommen, um irgendwas zu beschichten. Macht auf jeden Fall den Eindruck. Metall, Plastik, Marmor, Multicolor. Ich weiß nicht, ob man die, macht man die einzelnen Dinger hier ab? Ach ja, das sind, nee, dann ist es vielleicht doch aus dem Bastelbedarf, ne? Ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Es sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Es sind richtig, richtig geile Farben. Ist so völlig perlmutterschimmernd. Müsste ich vielleicht mal googeln. Das ist das jetzt auch normal, aber das sind nicht solche kleinen Viereckchen, sondern das sind jetzt, doch, sind auch solche, aber nicht alle. Die hier sind durchgehend. Also interessantes Zeug, was hier immer so landet in meiner Werkstatt. Die Farben sind ja wohl mal spektakulär, so richtige Mädchenfarben. Wenn ich auch gar nicht so ein Mädchen bin, so ein ganz klassisches, aber ich finde es trotzdem toll. Dann habe ich noch das hier bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz viel Spitze. Zwei so eine dicke, fetten Rollen. Völlig cool. Habe ich auch von ihr geschenkt bekommen, hat sie gesagt, hätte sie mal irgendwie für die Taufe ihrer Tochter vor 25 Jahren gekauft und dann irgendwie nicht gebraucht. Und ja, es lag jetzt immer bei ihr rum, jetzt hat sie es mir mitgebracht. Das ist natürlich der Burner, dieser Stoff, richtig, richtig klasse. Ja,
Weiter geht's. Und dann habe ich noch dieses Kartönchen hier, auch von ihr, hat sie mir mitgebracht. Und ja, da sind alle Handsachen wieder drin. Weiß ich natürlich manchmal auch nicht so genau, ob die Sachen noch gut sind, aber scheint so. Textiltransfermedium. Bügeln. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ja, ist irgendwie für Servietten wohl. Also das Textiltransfermedium flächendeckend auf die PP-Malplatte aufstreichen. Legen Sie dann die Serviette in die feuchte Fläche und streichen das Textiltransfermedium nochmals deckend über das Serviettenmotiv, so dass das Motiv komplett von dem Medium eingeschlossen ist. 24 Stunden trocknen lassen und von der Platte abziehen. Das Bügelpapier über das Motiv legen und mit dem Bügeleisen ohne Dampf bei höchstmöglicher Temperatur 4 Minuten bügeln. Das irgendwie auf Stoff bringen und dann bleibt das da drauf. Interessant, habe ich noch nie gehört. Das gleiche nochmal in, das ist transparent und das ist hier Mikroflitter Silber. Dann Reflexperlen Mikro, habe ich auch keine Ahnung, was man damit macht. Muss ich mal googeln, hier steht es auch jetzt leider nicht drauf. Dann Schmucksteinkleber. Glitzer in drei Farben, Kupfer, Gold und Silber. Pinsel kann man immer gebrauchen. Dann sind hier jetzt eine Menge unterschiedlicher Servietten. Sowas finde ich natürlich auch immer total toll. Also weil man kriegt ja sonst immer die Servietten immer nur da so riesen Stapel. Und ich bin ja der Meinung, wir bräuchten eigentlich immer in so einer Packung 20 verschiedene Servietten. Fände ich irgendwie cooler. So, und okay, jetzt ist hier auch Serviette für Textil zum Aufbügeln. Das ist jetzt hier die komplette Anleitung von Viva Decor. Und das wird dann wahrscheinlich die Bügelfolie sein. Nehme ich mal an. Ja, schaue ich mir noch mal an. Interessant auf jeden Fall. Also ihr seht schon, in meiner Werkstatt landen immer äußerst unterschiedliche Sachen. Und dann war hier noch, jetzt glitzert hier schon wieder meine ganze Platte, dann waren hier noch total viele solcher Strasssteine oder kleine Steinchen auf jeden Fall in ganz vielen verschiedenen Farben. Die werde ich auf jeden Fall für mein Projekt gebrauchen können. Ja, das sind richtig so Glitzersteinchen hier. Und nochmal ganz viele. Da ist irgendwas auf. Okay, also Sternchen, Tropfen, ganz viele runde Steinchen, viereckige. Wow, das sieht ja toll aus. Aber irgendein Tütchen ist da auf. Herzchen auch. Ja, der Wahnsinn. Also unglaublich. Ich gleich mal gucken, wo die rausgefallen sind. Sehr, sehr cool. Was auch immer man damit macht, also die ganz kleinen hier sehen ja fast aus wie diese Steinchen von Diamond Painting. Ich
glaube, die sind irgendwie hier. Ja, die ist auf die Tüte hier. Ja, cool, 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 cool. Also ihr seht, es landen immer wieder neue Sachen in meiner Werkstatt. Und ja, vieles habe ich mir ja auch selber gekauft, Secondhand. Das war auf jeden Fall mein kleiner Secondhand Shopping Haul und ein paar Sachen habe ich geschenkt bekommen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch mit mir freuen und habt eine Idee, was ich hiermit anfangen kann. Ja, ich freue mich natürlich wie immer auf den Austausch mit euch und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und jetzt verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Wünsche euch alles Liebe und Gute. Tschüss.